Halli, hallo meine Lieben. Es ist hier ein bisschen komisches Licht, aber ihr werdet gleich sehen, warum. Weil es ist endlich soweit und ich möchte euch heute zeigen, wie ich mein Stempelregal gebaut habe. Das geht hier echt nicht drunter, ja. Ich habe die Kamera einfach nicht höher bekommen. Aber ja, ich hatte es ja schon bei Instagram gezeigt. Ich habe mir ein Stempelkissenregal gebaut aus Klötzchen. Und das ist auf dem Stempelmecker so gut angekommen. Alle haben es fotografiert. Und ich hatte dann auch nochmal eine Umfrage gemacht und alle wollen eine Anleitung für dieses schöne Klötzchenregal haben. Und ihr habt ja gerade gesehen, meins ist voll. Also brauche ich sowieso ein neues. Und dann dachte ich, ja, kann ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und nehme euch mit bei der ganzen Geschichte. Ja, dazu muss ich euch erstmal zeigen. Und zwar habe ich ja Klötzchen verwendet. Einige von euch kennen noch gar nicht Klötzchen, musste ich feststellen. Und deswegen zeige ich euch erstmal die Klötzchen. Ich muss jetzt hier von der Seite immer mal ein bisschen rankommen. Also werdet ihr heute so von allen Seiten hier bedient von mir, weil das einfach vom Platz her bei mir nicht anders geht. Ich hoffe, das klappt mit dem Ton ganz gut. Also Klötzchen, das sind solche Teilchen hier. Ich nehme an, jetzt komme ich wieder hier rum. Ich nehme an, dass die ursprünglich mal für dieses Laminat waren, also nicht Laminat, für dieses Parkett. Und da das nicht mehr so Mode ist, solches Parkett zu machen oder sich das vielleicht irgendwie nicht so ganz so gut mehr verkauft, ich weiß es nicht, hat der gute Mann, der gute Klötzchenmann sich gedacht, man könnte vielleicht mit den Dingern auch basteln und hat damit, glaube ich, einen riesen Boom ausgelöst. Also das ist so ein richtiger Trend, mit diesen Klötzchen zu basteln. Und wenn ihr die mal bei Pinterest eingebt, ihr werdet überflutet. Ich weiß nicht, vielleicht soll ich euch warnen, dass ihr da lieber nicht guckt, weil dann habt ihr tausend Ideen, was ihr damit machen könnt. Weil ihr könnt wirklich unfassbar viel damit machen. Und also ich kaufe meine Klötzchen. Es gibt natürlich verschiedene Händler. Ich kaufe meine beim Klötzchenmann. Hat einfach was damit zu tun, dass der nur 3 Minuten mit dem Fahrrad von mir weg ist. Ja. Es gibt da auch so sehr lustige Memes über mich, wie ich auf dem Fahrrad mit den Klötzchen nach Hause fahre. Ganz genau, wisst ihr Bescheid? Und ja, die sind natürlich abgepackt. Ich zeige euch das mal. Also beim Klötzchen mal zumindest. Ich mache jetzt ganz groß Werbung. Ich bekomme keine Provision, ich muss gleich dazu sagen. Ne? Also ihr könnt beim Klötzchenmann die bestellen. Und das hier zum Beispiel ist, glaube ich, das günstigste. Das ist Buche. Und ja, ihr bekommt das hier in diesem Zweierpack. Also, die sind immer hier mit so Klebeband zusammengeklebt. Und ich meine, ich habe jetzt nicht nochmal geguckt. Ich meine, da kostet das Paket 5 oder 6 Euro. Also, diese zwei Dinger draus, davon. Ne? Ihr braucht für das Stempelregal noch nicht mal eins davon. Also von daher kommt ihr damit weit. Es gibt auch verschiedene, also es gibt auch noch andere Holzarten. Ich habe hier zum Beispiel Eiche. Ja, und das ist auch meines Erachtens lasiert, wenn ich mich erinnere. Und das fand ich einfach toll, weil ich, ja, weil wir sehr dunkle Möbel haben teilweise und da fand ich das toll, diese dunkle Holzoptik, damit möchte ich noch Regale machen. Kann ich euch vielleicht in einem anderen Video nochmal zeigen, wenn ihr da Interesse habt, mache ich auch gerne noch was mit Klötzchen. Ich meine, ich mache es eh und dann kann ich es ja auch filmen und euch mitzeigen. So, so sehen die Pakete aus. Ihr habt aktuell auch die Möglichkeit, wenn ihr jetzt Klötzchen ausprobieren möchtet, dann könnt ihr bei mir auch aktuell da welche bekommen. Also, und ich verschicke das auch gerne mit den Stampin' Up Sachen zusammen, wenn ihr möchtet. Ja, also da können wir auch eine Variante finden. Wie gesagt, der ist bei mir gleich um die Ecke. Und ja, dann könnt ihr da auch können wir quasi Sammelbestellung machen. So, zu den Preisen müssen wir aber dann halt nochmal extra schreiben. Da müsst ihr mich am besten bei Instagram anschreiben. So, jetzt geht es aber zum Regal. Also, da muss ich wieder auf die Seite kommen. Zum Kleben für die Klötzchen braucht ihr ganz normalen Bastelkleber. Ich benutze dafür den Bastelkleber von Uhu. Einfach weil ich mit dem super zufrieden bin. Meine Kinder nehmen den auch. Der klebt nicht so lange an den Fingern und ja, lässt sich super verwenden. Wie gesagt, ist selbst gekauft. Ich bekomme nichts dafür. Ist einfach mein Erfahrungswert. So, dann klebt ihr diese Klötzchen. Ich zeige euch mal. Also es ist im Prinzip ganz einfach. Ihr fangt mit dem Boden an und ihr braucht für den Boden 5 Klötzchen.
Also ihr nehmt euch erstmal 5 Klötzchen. Dann müsst ihr mal gucken. Also manchmal haben die so kleine Macken. Ich habe vorhin schon geguckt, als ich meinen Haufen hier ausgeschüttet habe. Da sind dann manchmal welche dabei, die haben so Macken. Die könnt ihr euch auch aussortieren oder einfach mit reinkleben. Das ist auch nicht so schlimm. Die sehen manchmal ein bisschen unterschiedlich aus, aber das ist Geschmackssache. Mich stört das jetzt nicht. Ich klebe die einfach aneinander. So. Und zwar, genau so wie es zickt, macht ihr euch einfach. Geht das so? Ja, es geht gut. Ihr macht euch einfach den Kleber. Auch nicht zu dick, ne? Einfach hier, ihr braucht keine Klemmzangen oder irgendwas, ne? Macht einfach hier Kleber dran. Am besten eine Unterlage, wo es jetzt nicht kleben bleibt. Also wenn ihr Folie oder sowas habt, ist noch besser. Ich habe aber die Erfahrung, auf meinem Tisch bleibt es nur kurz kleben und dann geht es auch wieder ab. Der ist beschichtet. So, klebt ihr jetzt das da. Einfach drückt das ein bisschen an. Liegen lassen. Nächste nehmen. Kleber dran. Ranschieben. Immer so ein bisschen gucken, dass das oben und unten auch ein bisschen abschließt. Das klappt manchmal mehr, manchmal weniger, aber eigentlich sitzen die ganz gut. Drückt ihr das wieder an, nehmt das nächste. Kleber dran. Und dann schiebt ihr das hier auch dran. Und das nächste noch. So, ein bisschen abgerutscht. Oh, bitte außerhalb der Kamera. So. Also es muss auch nicht, ne, ihr müsst da echt nicht. Also mein Regal hat den Transport zum Stempelmecker 1000 Mal anfassen, hochheben, angucken und vom Stempelmecker zurück überstanden. Also von daher, glaubt mir, das hält. Ja, und das war immer voll mit den Stempelkissen bis oben hin. Also von daher, das hält echt was ab. So, jetzt macht ihr das gleiche hier nochmal. Also wieder 5 Stück. Und wieder Kleber dran. Ist auch ruckzuck gemacht, also wirklich, das geht super schnell. Ihr seht es ja. Also, man erstmal weiß, wie es geht. Könnt auch einfach mitmachen, wenn ihr jetzt schon Klötzchen habt, dann könnt ihr auch einfach mitmachen. Oder euch dann eben das anschauen, wenn ihr das am Basteln seid. Einfach das Video machen, könnt ihr einfach mitmachen, das geht super einfach. Ich zeige euch das wirklich bis zum Ende. Und könnt einfach mitkleben, mitklötzeln. So, habt ihr jetzt 5 Stück wieder aneinander geklebt. So, und jetzt müsst ihr die beiden miteinander verbinden. Dann hebt ihr das hier hoch. Ihr könnt das auch erstmal trocknen lassen, aber das geht auch so. Und macht jetzt einfach hier Kleber dran. Ich hoffe, das geht so für euch zu sehen. So, und dann schiebt ihr die beiden einfach zusammen. Upsa. Und da das jetzt noch frisch ist bei mir und das dann noch nicht ganz so angezogen ist, könnt ihr die jetzt auch einfach noch ein bisschen von außen zusammendrücken, falls die jetzt nicht so ganz aufeinandertreffen, manche, sodass die einfach hier ein bisschen besser zusammensitzen. Ja, Profis würden das jetzt alles zusammensägen, dass das übereinander versetzt ist und sowas. Wenn ihr eine Säge habt, ist okay, dann macht das so. Ich habe keine Säge, habe auch keine Lust, jetzt hier irgendwelche Späne in meinem Bastelzimmer zu haben. Habe ich keine Lust drauf. Ich mache alles ohne Sägen. Also bei mir muss das alles so passen, ansonsten ja, wird es passend gemacht. Aber ohne Sägen. So, also habt ihr jetzt erstmal die Grundplatte. So, jetzt wird es ein bisschen tüftelig, weil ihr zwischendurch jetzt die Stäbchen immer ein bisschen halten müsst. Und ihr solltet unbedingt Stempelkissen da haben, damit ihr das einfach gleich anpassen könnt. Also nehme ich meine jetzt auf dem anderen gleich raus. Schon mal brauchen für die erste Lage schon mal 3 Stück. Aber wir fangen jetzt außen erstmal hier an und kleben 3 Stück hier drauf, also auf die Bodenplatte auf. So, und die Rückwand. Also eigentlich können wir erstmal, wir machen erstmal die Rückwand. Ich glaube, wir machen erstmal die Rückwand, genau. Ich hatte erst die Rückwand gemacht. Und zwar klebt ihr jetzt hier ein so, ja, seht ihr das? Also ich stelle jetzt eins hier drauf. Ist ein bisschen tüdelig, weil ich musste hier einen Blumentopf drunter stellen, damit meine Kamera hält. So, vielleicht geht es ein bisschen besser, ja. Genau, so, klebt jetzt ein Klötzchen direkt hier auf den Rand. Ich zeige es nochmal, ich drehe es mal kurz. Also genau hier auf die Kante. Setzt ihr das drauf. So. Das ist jetzt auch noch nicht fest, also das wird dann erst halt, wenn der Kleber klebt. So, jetzt braucht ihr 4 Klötzchen. Ah, guck mal, hier habt ihr jetzt zum Beispiel eins, was nicht so
nicht so gut aussieht. Das kann man dann rauslegen. Ja, kann man was anderes mal mitmachen. So, jetzt braucht ihr vier Klötzchen. Diese Klötzchen klebt ihr am besten aneinander. Schon mal. Dann geht es ein bisschen leichter. Also so wie bei der Grundplatte. Klebt jetzt einfach, ich schiebe es mal zur Seite, einfach die vier Klötzchen wieder zu so einer Fläche zusammen. Mein Papa das sehen würde, ne? Mein Papa ist Zimmermann, der würde mir wahrscheinlich sagen, nein, du musst da noch so Gärung, Sägen und bla bla bla. Mach ich alles nicht. So, kein Bock. So, jetzt habt ihr diese Viererplatte. Dann macht ihr einmal hier unten Kleber dran. Und einmal hier an der Seite, an einer erstmal. So, sonst könnt ihr das auch blöd halten. Und dann setzt ihr das jetzt hier. Also da ist die Klebeseite und hier unten. Dann setzt ihr das hier auf. Ups. Muss natürlich ein bisschen, das könnt ihr gleich wieder dran setzen. Und setzt das hier hinten an. Ist ein bisschen fummelig. Ihr könnt das natürlich auch gegenstützen, aber eigentlich hält das dann auch gleich. So, weil der Kleber zieht schon immer ein bisschen an und dann ja, verbindet ihr das hier, dass es gerade ist, guckt, dass das unten gerade ist, schiebt das alles ein bisschen zurecht und drückt das an. So, und hier an. So, das stützt sich dann gegenseitig. So, jetzt braucht ihr hier wieder eine Wand. Also so, ne? Dann macht ihr jetzt unten einmal Kleber dran. Und einmal, seht ihr das, und einmal hier. Hier Kleber lang, weil ihr das jetzt hier dran setzt. Ja, so. Das ist das erste Fach sozusagen, was dann nach vorne hin entsteht. Und dann schließt ihr das auch wieder schön ab. Da kann man immer noch ein bisschen zurechtschieben und ein bisschen drücken und machen, dass es gerade ist und das ein oder andere Klötzchen noch ein bisschen nochmal zurechtdrücken. So, dann habt ihr euren ersten Teil sozusagen hier, euer erstes Fach fertig. So, schiebt ihr es wieder weg. Nehmt die nächsten vier Klötzchen. Klebt die wieder aneinander. So, wie die anderen auch. Oh, war ich jetzt außerhalb der Kamera? Dann sorry. Dann wieder. Eifer des Gefechts vergessen. So. Ist auch wieder da dran. Auch wieder da dran, damit es ein bisschen einfacher wird gleich, können wir gleich noch das letzte. Wir brauchen also drei von diesen Platten sozusagen. Machen wir gleich noch eins, also noch mal vier. So. Klebt die auch aneinander. Also wirklich, hier muss kein Perfektionismus irgendwie dabei sein. Das ist einfach, oh, einfach zusammengezimmert. So. So, schön zusammendrücken, das zur Seite legen. So. Und dann nehmen wir wieder diese Platte, nehmen unser Grundteil und dann macht er wieder unten Kleber dran und hier Kleber dran. Und dann setzt ihr es an das Teil hier dran. Und man sieht, das ist vom Licht her ein bisschen schwierig, aber ich glaube schon, man versteht, was ich meine. So, jetzt kann es sein, dass hier ein bisschen ein Höhenunterschied ist, weil manchmal die Klötzchen, die einen ein bisschen höher sind, die anderen ein bisschen, ja, also sind halt ein bisschen unterschiedlich. Da müsst ihr gucken, dass es jetzt hier, dass es hauptsächlich hier dran klebt. Wenn es hier unten einmal am Boden nicht ganz so klebt, ist nicht so schlimm. Hauptsache, das klebt hier. Es muss eine Wand ergeben nach hinten hin. Ja, so. Und dann kann man hier noch ein bisschen schieben. So. Genau. Dann kommt hier wieder ein Klötzchen quer. Also einmal unten Kleber. Ja, und einmal hier ein Kleber. Und so dran kleben. Weil das wieder die Abteilung nach vorne ist. Dann immer gucken, dass es hier hinten, also ihr müsst dann einfach mit dem Finger immer, ich zeige das euch mal, dann hier unten immer lang gehen, dass es hier hinten einfach gerade abschließt. Das fühlt ihr dann
Und ihr seht es auch, dass es hier so eine gerade Kante mit dem Boden bildet. Genau. So. Dann könnt ihr von der Seite gucken. Machen wir es einfach mal so rum. So, jetzt mache ich hier wie auch wieder an den Bodenkleber dran und an die Seitenwand Kleber dran. Ein bisschen abgerutscht, ist nicht schlimm. Der Kleber trocknet auch dann kostenlos. Transparent, den seht ihr dann nicht mehr. Und jetzt setzt ihr das hier wieder an dem Steg an und schiebt es euch unten. Richtet das unten aus. Und dann klebt das auch schon. Jetzt seht ihr, dass hier am Ende ein kleines Ministück übrig überstehen wird. Das ist aber nicht so schlimm. Das ist dann halt einfach so rein optisch. Also ihr klebt jetzt das nächste hier dran und dann habt ihr so einen Zentimeter, was da übersteht. Wenn ihr jetzt zwei Regale baut, dann könntet ihr theoretisch das so bauen, dass dann diese Abschnitte aufeinandertreffen. Mache ich jetzt nicht. Ich lasse das jetzt so. Ja, wenn ihr eine Säge habt, könnt ihr das absägen. Aber es stört auch nicht weiter. Also es ist halt einfach eine Optik, ne? Ihr könnt jetzt hier auch ein bisschen mehr in die Mitte setzen. Aber wie gesagt, es ist ja funktional und so. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier den Kleber auch nicht dran mache. Also hier nochmal. Ein bisschen viel geworden. Sorry. Aber macht nichts. Das quillt dann raus und dann trocknet es und dann ist auch gut. So, das setze ich hier noch dran. Und so. Dann habt ihr schon mal die Rückwand, ja, Rückwand schon mal fertig. So, jetzt geht es auch schon an die, ja, dass ihr die erste Reihe Stempelkissen euch reinigt. Also ihr legt jetzt die Stempelkissen einfach hier rein. Ja, die ersten gehen immer ein bisschen schwierig dann rauszuziehen, aber das geht trotzdem. Also ihr könnt dann immer so den kleinen Schubs geben von unten und dann kommt ihr da auch gut ran. Ihr habt ja viel Fläche dazwischen frei. So, dann legt ihr euch erstmal die Stempelkissen rein. Ja, ich denke mal, wenn ihr da jetzt andere Stempelkissen habt und nicht die von Stampin' Up, dann kann man das auch bauen. Es ist halt, das Grundprinzip ist ja dann das gleiche. So, dann legt ihr euch diese Teile hier quer drüber. Also einmal und noch eins. Legt jetzt erstmal so drauf. Für euch zu wissen. Ne? So, und dann braucht ihr einfach nur, also ich habe es mir dann. Ich habe das mir so gemacht. Also ich habe es. Ich hoffe, ich breche jetzt nichts ab. Ich habe mir das so hingelegt. Denn das sollte ein kleines bisschen Spiel haben. Also ihr legt euch die jetzt. Kann man das gut sehen? Ich glaube, ich muss das so machen. Dass ihr so ein kleines bisschen über dem Stempelkissen seid. Weil die Stempelkissen von Stampin' Up, die haben hier so kleine Näschen unten dran. So ganz, ganz kleine Bubbeln. Und wenn ihr es zu, also wenn ihr jetzt das gleich komplett so richtig anpappt, kriegt ihr die nicht mehr raus. Ja, also die gehen schon raus, aber die haken dann schon sehr ein. Also gucken, dass ihr so ein kleines Millimeterchen Abstand lasst. Also wirklich nur ein halb, also wirklich nur ein Millimeter, mehr ist es nicht. Dann gehen die ein bisschen leichter raus, fallen euch aber unterwegs auch nicht raus. Also die sitzen dann auch wirklich gut fest. So, aber die sollten halt nicht zu fest sein. So, und dann macht ihr einfach hier hinten überall einen kleinen Klebe, also einen kleinen Leimpunkt dran. Einfach überall ein Pünktchen. Also, ne, da ist jetzt überall Leim dran. Und an einem Klötzchen macht ihr hier Kleber dran, damit die einfach dann auch zusammenkleben. Ne? Und dann setzt ihr das hier auf. Und wie gesagt, schiebt das erstmal ruhig an die Stempelkissen dran. Alle beide. So, dass die wirklich aufliegen. Und dann zieht ihr so ein kleines Stückchen hoch oder ihr zieht einmal das Stempelkissen raus. Dann habt ihr genau den richtigen Abstand. Also ihr zieht es einfach einmal hoch und dann seht ihr schon, dann habt ihr so einen ganz, wirklich einen hauchdünnen Abstand. Aber das ist genau das, was wir möchten. So, und jetzt geht es erstmal so weiter. Und zwar, jetzt legt ihr euch jetzt immer die Stempelkissen rein. Also ihr stellt die rein jetzt sozusagen, ne? So. So, schön vorsichtig.
So, und dann geht's an die nächste. Ups, an die nächste Reihe. Wenn ihr jetzt nicht so viele Stempelkissen habt, könnt ihr auch einfach immer das untere nehmen, ne? Also, ja, ich mache es jetzt halt fürs Video jetzt hier mit allen. So, und dann nehmt ihr wieder zwei. Setzt das eine schon mal drauf. Immer schön hier am Rand ein bisschen gegendrücken, dass hier die Linie, also dass es hier gut übereinander geht. Dann macht ihr an das eine wieder Kleber dran hier noch und setzt das hier hinten dran. Dann schiebt ihr es wieder ran und zieht einmal die Stempelkissen raus. In der Regel sitzen die auch gut. Das Gute ist, durch die Füßchen, die die unten dran haben, wenn das dann steht, haken die sich quasi ein bisschen hinten ein, weil ja da sozusagen ein Spalt dazwischen ist und dann hängen die da so drin und können dann nicht rausfallen. Das ist echt super, super praktisch. So, dann machen wir die nächste Reihe. Manchmal hängt ihr auch ein bisschen fester am Regal drin, aber es ist auch nicht schlimm. Ihr kriegt sie immer raus. So. Und die nächste Reihe. Also wieder Kleber dran. Sehr entspannend, das zu bauen. Und man hat relativ schnell ein tolles Ergebnis. Also, ja. Ein praktisches Ergebnis vor allem. So, dann macht ihr hier wieder Kleber dran und setzt das daneben. Schiebt das wieder ran. Schön ans Stempelkissen ranschieben. Zieht die wieder raus. Seht ihr wieder, dann steht da der Spalt. Und dann passt das auch gut. Hier wieder ein bisschen nachdrücken, damit das gerade ist. So. Und dann geht es an die nächste Reihe. Ich werde das jetzt einfach mal so machen, dass ich die unteren wieder rausnehme. Weil das ein bisschen praktischer ist. Ups. Bin natürlich jetzt vor der Kamera nicht so. So. Ich hoffe, ich passe gleich noch drunter hier. Also ihr macht das jetzt im Prinzip bis oben hin. Immer so weiter. Ne? Und oben bleibt dann ein, ja, so ein bisschen Fach übrig sozusagen. Ja, setzt das jetzt wieder hier drauf. Mal gucken, es passen insgesamt sieben. Sieben Stempelkissen rein. Und oben könnt ihr auch noch eins drauflegen. Also ich habe die dann auch jetzt oben drauf liegen gehabt. Oder ihr könnt da halt was anderes ja, drauf machen. Oder kann das ja auch noch anbauen. Kann dann oben vielleicht Stiftebehälter noch drauf bauen oder so. Ne? Also da ist man ja sehr flexibel. So, wieder dran schieben. Wieder rausziehen. Also ich glaube, ich habe es jetzt auch den Abstand schon ganz gut hier. Genau, die sind relativ locker. So, ich die hier noch mal. Kann die halt schön sortieren. Wie gesagt, manche sitzen sehr fest, aber ich finde das ganz gut. Also für mich ist es das gut, dass die fest sitzen. Wie gesagt, man kann die gut transportieren. Wenn man jetzt auf zu einem Basteltreffen geht oder sowas, dann kann man seine Stempelkissen mitnehmen. Und das ist wirklich sehr. Packt die unten in eine Tasche rein, die stehen dann auch fest drin, ne, und fallen nicht raus. Und jetzt hatte ich die Tube zu lange hingelegt. Oh, nein, so viel wollte ich jetzt auch nicht. Ja, mal mit dem Vollstuch abwischen, passt das auch. Erst wollte es gar nicht, dann kam zu viel. So. Ja, und deswegen habe ich mir mein eigentlich in meine Tombow. In meine Tombow-Tube umgefüllt, weil genau das immer das Problem ist, dass das dann doch so viel rauskommt und ich das beim Basteln sonst nicht gebrauchen kann. Jetzt hier mit dem Holz ist das nicht so schlimm. Aber jetzt so beim Kartenbasteln oder Scrapbooken oder was auch immer man halt gerade macht, ne, dann jetzt habe ich hier nochmal Kleber dran gemacht. Es wird langsam ein bisschen eng hier auf meinem Platz. Jetzt gab es noch mal einen Cut im Video. Ich hoffe, das hat jetzt geklappt.
So, jetzt kriege ich langsam nicht mehr drunter. Ich hoffe, ihr könnt das noch sehen. Vielleicht mache ich es jetzt von der Seite ein bisschen, dass ihr es vielleicht so ein bisschen besser sehen könnt. Also es ist echt kein Hexenwerk, ne? Packt ihr wieder eure Stempelkissen hier rein. Wie gesagt, wenn ihr noch nicht so viele Stempelkissen habt, dann könnt ihr da auch immer wieder die gleichen nehmen. Ist überhaupt kein Ding. So, jetzt wird es bei mir ein bisschen kritisch hier vom Platz, aber ich glaube, das Prinzip habt ihr verstanden. Das sind, glaube ich, noch zwei Reihen, dann sind wir auch schon fertig. Und ja, könnt das ein bisschen stehen lassen und dann, ja, es ist schon einsatzbereit. Also ich habe das auch, ihr seht, braucht vielleicht eine halbe Stunde ungefähr, um dieses Regal zu bauen. Und dann ist man auch schon fertig. Also, ja, finde so, ihr IKEA-Schrank braucht länger. Ist auch größer, ne? Aber ja, also ich finde das super. Super praktisches Ding. Und man kann halt mit diesen Klötzchen echt die dollsten Sachen machen. Also wirklich, also ich habe auch noch andere Regale gemacht und ich habe meinen ganzen Aufsteller für das Stempelmecker habe ich tatsächlich auch mit Klötzchen gemacht. Also das ist wirklich ein super, super tolles Material. So, jetzt haben wir das gleich fertig. Also es ist noch nicht fertig, ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, wir sind jetzt hier schon komplett durch oder so, das nicht. Wir haben jetzt aber die erste Runde so schon geklebt. Jetzt geht mal das hier noch drauf. Und dann sind wir schon oben. Und dann geht es an die nächste Reihe. So. Einmal hier ein bisschen zurechtschieben. Kommt mal hierher. Ich habe die Stempelkissen falsch schon drin, deswegen wollten die nicht. Stehen andersrum. So. Jetzt haben wir das alles schon fertig. Also ein bisschen hoch. Ihr seht jetzt, hier ist dann so ein Abstand. Könnt ihr das sehen? Hier ist so ein Abstand. Da passt genau nochmal ein Stempelkissen dann oben drauf. Also es ist perfekt. So, jetzt nehmen wir die alle wieder raus. Die Stempelkissen. Denken sich halt auch, was denn hier los? Was macht ihr mit uns? Sonst ist mir da das eine hier ein bisschen verrückt. Müssen wir gleich mal schauen. So, also ihr nehmt die vorsichtig wieder raus. Ihr könnt das natürlich auch erstmal vernünftigerweise ein bisschen antrocknen lassen. Nicht so wie ich hier, Hauruck-Aktion. Aber es passt auch gleich wieder zusammen, weil die müssen eh gleich wieder rein. Aber ihr kommt sonst jetzt blöd mit dem Leim ran. Also nehmt ihr das erstmal wieder raus. So, ich hoffe, man kann das jetzt gut sehen. Also jetzt habt ihr hier so einen Leisten. Und jetzt macht ihr. Mal, oh, ich habe es eigentlich doch, es ist ganz gut geworden hier. Gucken, dass es hier halt gut sitzt. Und jetzt macht ihr hier immer auf diesen Teilen, wo unten drunter der Querbalken sozusagen sitzt, macht ihr jetzt überall Kleber drauf. Also da, hier, bei dem. Und bei dem. Seht ihr das? Ja. Ich versuche es so gut wie möglich in die Kamera reinzukriegen. Die Kamera ist rübergedreht. Das wollen wir auch nicht. Bin ich irgendwie dran gekommen. Sorry, sorry, sorry. So. Und hier noch. Und dann braucht man nochmal ein bisschen. Dass das jetzt hier nicht so dunkel ist. Ja. Und also 4 Stück. Ne? Und dann macht ihr einmal, ups, ist voll schwierig jetzt, also wenig Platz. Hier einmal Kleber dran. Ja, das kleben wir jetzt am Boden fest sozusagen. Also das muss hier dran. Und dann setzt es einfach auf die anderen drauf und schaut, dass ihr da einigermaßen gerade seid. Ich habe mir dann immer einfach ein Klötzchen genommen und habe das hier so mir dran gehalten. Einmal innen, einmal außen. Dann merkt ihr, dass es eine Linie ergibt hier. Ne? Da immer von oben ein bisschen nach. So, und dann macht er das an in dem nächsten auch so. Und
Ne? Schiebt euch das so. Hier wieder Kleber dran. Das kommt unten an den Boden und das andere setzt ihr so auf. Dann nehme ich mir jetzt zum Beispiel hier dieses verhunzte Klötzchen als immer so als, ja, als Gleitfaden sozusagen. Ihr legt das einfach an das untere an und schiebt das andere Klötzchen, dass es gerade abschließt. Also das ist sozusagen eure Leitlinie hier, dass das alles da anliegt. Ne? Hier unten habt ihr das ja auch gerade, das ist ja ein rechter Winkel und dann könnt ihr euch das hier schön zurechtschieben. So, nehmen wir das nächste. Ihr seht, der Leim, der braucht echt eine Weile, um zu trocknen. Also von daher habt ihr ein bisschen Spielraum von der Zeit her. Ne? Weil jetzt ist so ein bisschen, jetzt muss man ein bisschen akkurater arbeiten, damit das dann auch alles passt. So. Dann setzen wir das hier wieder rein. Und dann das hintere noch. Wieder hier Kleber dran. So, und dann setzen wir das hier außen an. Außen könnt ihr euch natürlich schön orientieren. Da könnt ihr schön mit den Fingerchen fühlen, ob das überall richtig sitzt. Bei den anderen Teilen müsst ihr euch einfach auf euer Führungsklötzchen sozusagen verlassen, wo ihr dann das immer ein bisschen ausrichtet. Aber das geht eigentlich ganz gut. Ich habe das letzte Mal einfach drauf losgemacht. Also ich habe gar nicht so viel darüber nachgedacht. Ne? Habe ja nicht gedacht, dass ich dafür noch eine Anleitung machen muss. So, jetzt habt ihr den Zwischensteg. Jetzt kommt als nächstes natürlich wieder da die Querreihe drauf. Das heißt, ihr packt eure Stempelkissen alle wieder hier rein, damit ihr wisst, wo. Also nein, nicht alle. Also erstmal die erste Reihe wieder. Ne? Dann merkt ihr schon, die flutschen auch gut rein. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los und ihr macht hier überall die Punkte drauf und klebt eure zwei Klötzchen wieder drauf. Quer. Ne? Also an eins macht ihr wieder Kleber dran hier, an das Verbindungsstück. Ne? Setzt das auf. Setzt das andere auf. Dann könnt ihr das wieder ausrichten. So. Und dann passt es. So, und dann die nächsten rein. Jetzt könnt ihr hier wieder rausziehen, aber das ist jetzt eigentlich nicht mehr so schlimm. Die sitzen jetzt relativ locker, da die ja hinten schon sozusagen an der Führungslinie liegen oder wie auch immer. So, ich sehe gerade, dass ich die unten falsch rum reingemacht habe, aber das ist nicht so schlimm. So. Und dann die nächste Reihe wieder. Okay, ja, sieht man. So, hier wieder aufsetzen. Und wieder einmal Kleber da dran. Und hier aufsetzen. Und dann da wieder euch das ausrichten, wie es passen muss. Das ist schon mal hier. Ja. So seht. Ich hoffe, man kann das gut erkennen und es verschwimmt nicht so oft vom. Dann habe ich jetzt natürlich auch. Nee, erstmal die Stempelkissen rein. Stempelkissen So. Und dann die nächste Reihe. Sehr meditativ. Ich mag diesen Holzgeruch. Das ist so. Ach, das ist so angenehm. Also. Mein Mann und ich, wir lieben das auch, wenn wir neue Möbel haben und dann riecht es überall nach Holz. Und das ist hier mit diesen Klötzchen auch. Da hat man echt die ganze Zeit diesen angenehmen, beruhigenden Holzgeruch in der Nase. Das ist schon echt was Feines. Also wer das mag, ne? Ich finde das total schön und das ist irgendwie noch eine Runde entspannender. Mit diesem frischen Holz. Also das ist schon schön. Das könnt ihr hier nochmal probieren. Es hakelt immer ein bisschen, aber das soll es auch. Also es soll ruhig irgendwie immer ein bisschen hängen bleiben, weil die dann einfach schön fest drin sitzen. So, genau. Dann die nächste Runde. Wir nähern uns der Zielgeraden. Wunderbar. Dann ihr kommt mit so einem Regal auch ein Stück hin, ne? Gerade wenn ihr jetzt noch am Anfang steht und vielleicht noch nicht so viele Stempelkissen habt. Dann ist das super.
Und ihr könnt halt immer anbauen. Ne? Also immer, wenn ihr merkt, ach, naja, es wird jetzt langsam voll, dann könnt ihr das nächste Regal bauen und habt dann genügend Platz immer für eure Stempelkissen. Könnt ihr schön nach Farben sortieren und ja. Ne? Ich habe mir jetzt, ihr kennt das ja vielleicht, also bei Stampin' Up ist ja, sind ja die Stiftefächer gleich nebendran. Wer das mag, der kann sich das ja noch ein bisschen anders bauen. Ich brauche das jetzt nicht, weil ich habe meine Stifte noch anders. Ich würde mir noch ein Stifteregal extra für die Stifte bauen, weil ich es nicht bei den Stempelkissen mit dabei haben möchte. Und ich ja nicht nur die Stampin' Up Stifte habe. Von daher ist es bei mir noch ein bisschen anders. So. Genau, also ich habe ja so die Stampin' Blends, benutze ich sonst. Also das sind Alkoholmarker, wer sich damit jetzt nicht auskennt. Ich bin ein großer Fan von Alkoholmarkern, aber da gibt es natürlich auch andere Marken wie die Copics oder von Tombow. Und ja, ich mische mir das einfach so, wie ich das halt brauche. Ne? Und deswegen habe ich halt nicht nur Stampin' Up, sondern auch andere. Und da müsste ich mir jetzt extra mal was bauen, wo ich dann Platz habe für alle Stifte, die ich so mag. Ich bin ein großer Stifte-Fan, muss ich gestehen. Und deswegen kann ich mich da irgendwie gar nicht so auf eine Marke festsetzen. Deswegen habe ich verschiedene. Und bin da gerade auch am Rumexperimentieren mit unterschiedlichen. Weil die verschiedenen Firmen haben ja auch verschiedene Pinselstärken. Und da fühlt sich das alles. Das gehört, ne? Das sitzt ein bisschen straffer. Aber das geht trotzdem wieder raus. Ne? Dann, damit ihr das seht. So. Jetzt brauchen wir nochmal. Wir haben es ja gleich geschafft. So, nochmal 4 Punkte. Oh, ich glaube, da war der Kleber ein bisschen. Ah, ne, geht schon. Das passt. So. Und damit wäre das. Jetzt muss ich bei der nächsten Reihe, muss ich ja kurz mal ein bisschen aufpassen. Das müsst ihr nicht, nur ich. Weil ich habe hier nämlich ein Klötzchen. Ja, so muss ich das halten. Da steht mein Name drauf. Ja, das habe ich nämlich gestern gemacht, dass da mein Name drauf steht. Das ist drauf gedruckt. Und upsa. Und das möchte ich hier gerne mit verbauen, damit man das von oben sieht, dass das mein Regal ist. Das ist meins. So, jetzt muss ich mir nochmal 3 Stempelkissen holen. Ich habe meine Fuß nicht genommen. So. Und dann stellen wir die noch hier rein. Kommt die letzte Lage oben drauf und ich möchte gerne, dass mein Name dann hier so zu lesen ist und deswegen kommt das jetzt hier drauf und da steht da dann auf meinem Regal Katja drauf und das finde ich cool. So. Upsala. So. Da noch richtig rum draufkleben, da muss man halt dann mal ein bisschen drauf achten. So. Und dann ein ganz normales Klötzchen, ein unbedrucktes Klötzchen. So. Dann sind wir da jetzt schon ganz gut durch und haben hier oben dann sozusagen schon mal diese letzte Reihe draufgeklebt. Hier muss ich mal gucken, dass das da nicht zu straff dann ist. Ist okay, alles gut. Da nochmal gerade. So. Und jetzt kommen wir hier eigentlich ganz gut dazwischen, dass wir die jetzt nicht alle wieder rausziehen müssen, weil das ist jedes Mal ja ein bisschen doof. Hier kommen wir natürlich gut ran, ne? Ist ja klar, da können wir schon mal anfangen. Also nochmal eine Reihe hier draufsetzen. So, wo ich mir das gebaut hatte, hatte ich natürlich nicht so viele Stempelkissen. Da habe ich dann auch immer nur 2 genommen und habe die hin und her geschoben. Da ging das auch ganz gut. Also ihr braucht euch da keine Sorgen machen. Nicht denken, ihr müsst jetzt erstmal alle Stempelkissen kaufen. Sondern ihr könnt das auch mit weniger machen und dann Spaß daran haben, das nach und nach zu füllen. Das
ist ja auch was Schönes. Ne? So, und jetzt haben wir hier, komme ich jetzt nicht so gut dran, aber ich habe mir jetzt überlegt, ich werde jetzt einfach hier einmal den Kleber so rüberziehen, weil der trocknet ja farblos auf. Halt, und hier unten natürlich, nicht vergessen. Und dann mache ich mir den hier dazwischen, weil der an den Stempelkissen eh nicht kleben bleibt. Der ist nicht zum Plastikkleben. Und von daher geht das jetzt ein bisschen einfacher. Und damit mache ich mir auch nochmal. Ich muss die ganze Zeit im Stehen und so über so gebeugt hier drüber hängen. Ich krieg Rücken. Ich werd alt. So, und jetzt hier auch nochmal ein bisschen. Und dann setzt ihr das einfach hier rein. An den Stempelkissen vorbei. Und setzt euch das hier drauf. Und wenn der Leim hier jetzt hier an der Front ein bisschen überquillt, dann schmiert ihr den, also könnt ihr den einfach mit den Fingern so abstreichen und dann ist es auch gut. Und dann sitzt das. So, boah, also es wiegt echt was. Fällt euch nicht um, das ist echt schön schwer, vor allem wenn die Stempelkissen alle drin sind. Aber es ist noch im Rahmen, dass man es gut transportieren kann. Ja, hier könnt ihr jetzt natürlich wieder den Kleber außen drauf machen. Jetzt habe ich hier gerade ein Hölzchen. Ja, das hat schon ein bisschen einen coolen Ast. Also das ist immer so, es gibt Leute, die mögen das jetzt nicht. Ne? Dann nehmt ihr das halt raus und nehmt ein anderes Hölzchen dafür. Ich finde das cool, ich mag das, weil das ist einfach Natur. Von daher tausche ich das jetzt nicht aus und mache mir jetzt hier Kleber dran. Entschuldigung. Und nehme das dran, meine Nase hat gekitzelt. So. Und damit ist euer Klötzchenregal fertig. Schau mal, dass ich das jetzt vielleicht gedreht bekomme. Oder ich warte ein bisschen und zeige es euch dann nochmal in voller Pracht. Aber letztendlich sieht es genauso aus wie das andere. Ich habe es auch genauso. Also hier ist auch diese... Na, du sollst natürlich hier kleben bleiben. Ja, deswegen drücke ich vielleicht mal noch nicht dran rum. Also lass es ruhig eine halbe Stunde liegen oder so. Ne, dass es wirklich anzieht, richtig vom Kleber. Und ihr dann auch wirklich Freude daran habt. Ihr könnt das jetzt hier nochmal gucken, aber das sitzt hier wirklich, das passt hier richtig gut alles. Das ist nochmal überprüft, aber das ist alles gerade. Und ja, wunderbar. Und dann seid ihr fertig. Und jetzt seht ihr hier oben, ne, ich kann es euch jetzt nicht ganz, ich zeige euch das einfach bei dem leeren Regal jetzt. Das heißt, eins ist nicht drin. Das, also so sieht es jetzt leer aus. Ne? Wir haben ja jetzt zwei, da kann ich euch das zeigen. So sieht es leer aus. Es ist einfach so halt verschiedene Etagen. Und dann habt ihr hier oben noch Platz und könnt hier jetzt noch ein Stempelkissen oben drauf legen. Und theoretisch könntet ihr das jetzt so bauen, dass ihr jetzt hier oben, ihr könntet sozusagen weitere Etagen draufsetzen. Wollte ich jetzt nicht haben, weil ich wollte es jetzt nicht so hoch bauen. Ich könnte mir eher vorstellen, dass ich jetzt hier nochmal anders aufbaue. Also, dass man jetzt hier was anderes noch drauf macht und hier unten dann die Stempelkissen hat und hier oben vielleicht die Stempeltinten oder sowas dann reinstellen kann. Aber das müsste man jetzt dann anders, anders machen, weil hier ist so ein kleiner, also hier ist schon noch ein Abstand. Ne? Also ihr könntet jetzt nicht direkt hier eine Grundplatte drauf bauen. Das wäre dann schade drum. Aber man kann jetzt natürlich hier oben noch anbauen, wenn man möchte. Also ich überlege mir das noch, vielleicht baue ich dann hier noch weiter was drauf. Aber so ist es erstmal schon cool. Wie gesagt, das ist das Teil, was ich auf dem Stempelmecker mit hatte, weil die anderen Stempelkissen, die sind ja jetzt alle im neuen Regal drin. Und dann seht ihr mal, das ist wirklich sehr robust. Also man kann es hier, es hat echt Transport überstanden und viele Leute haben sich das angeschaut. Und ja, und jetzt habe ich sozusagen ein neues, leeres Regal und kann das jetzt mit neuen Stempelkissen füllen. Es gibt ja genügend Farben. Und ja, wenn ihr das jetzt nachgebaut habt, ja, wenn ihr das nachbauen wollt, nachgebaut habt, was auch immer, dann würde ich mich natürlich mega, mega dolle freuen, wenn ihr mir das schreibt und vielleicht ein Foto postet oder ja, irgendwie mich in Social Media verlinkt, mir einen netten Kommentar hier unten drunter schreibt. Und natürlich mir ein Abo dalasst und ein Herzchen und was weiß ich. Ne? Tut was, das hilft mir unheimlich gut, hier bei YouTube auch weiterzukommen und damit ich euch noch ganz viele andere Videos zeigen kann.
Wenn ihr noch mehr Klötzchen-Sachen sehen möchtet, dann sagt mir Bescheid. Also ich lasse euch gerne daran teilhaben. Wie gesagt, es gibt da unfassbar viele Möglichkeiten und der Klötzchenmann ist gleich bei mir um die Ecke. Also ich kann wirklich ständig Nachschub kaufen und euch das dann zeigen. So, dann lasst mir mal bitte, bitte einen Kommentar da, wie ihr das Regal findet und ob ihr das nachgemacht habt. Und dann freue ich mich, von euch zu hören. Also dann, bis bald. Ciao, ciao. Jetzt habe ich euch ja aber noch gar nicht das Ende gezeigt. Ich wollte euch doch noch zeigen, wie cool das jetzt aussieht, dass da mein Name drauf steht. Ja, finde vielleicht nur ich gut, aber ich finde es gut halt, ne? Und deswegen wollte ich es euch zeigen. Es ist einfach so cute, ja. Da steht jetzt, das ist mein Regal, ja. Da steht mein Name drauf. Kann mir dann auch keiner mopsen oder so. Genau. Und dann seht ihr, das ist jetzt fertig. Und ready für den nächsten Einsatz. Bei der Stempelmecker ist ja noch ein Jahr entfernt. Also, aber der nächste Bastelkurs, das nächste Basteltreffen kommt bestimmt. Und ja, dann sehen wir uns ja vielleicht, ne? So sieht es jetzt aus. Ja, und das wandert jetzt mit zu dem anderen Regal und wartet darauf, dass es gefüllt wird. Also, bis bald, ihr Lieben.